zutreffende Beurteilung für den Lastfall Brand ist sowohl für Gebäude als auch für Tunnelbauwerke von zentraler Bedeutung. Dabei lässt sich das genaue Verhalten unter extremen Temperaturen oder extremen Temperaturgradienten rechnerisch nur bedingt beschreiben. Aber auch experimentelle Untersuchungen unterliegen versuchstechnischen Grenzen und daher gibt es eine ganze Reihe von Fragestellungen, die bisher nicht hinreichend geklärt werden konnten. Um bestehende Lücken zu schließen, haben wir eine neuartige Versuchseinrichtung konzipiert, in der Proben unterschiedlicher Größe, zum Beispiel auch Stützenabschnitte, unter höherer Temperatur und schnellerer Erwärmung geprüft werden können, als das bisher möglich war. Daher zeitgleich Starkstrom, Luft- und Wasserkühlung sowie Hydraulik zusammenwirken, war eine sehr ausgeklügelte individuelle Steuerung und Mess- und Regelungstechnik erforderlich, nicht zuletzt mit Blick auf einen sicheren Betrieb dieser Anlage. Die Hochtemperatur-Universalprüfmaschine besteht aus verschiedenen Komponenten. Wir haben den Prüfofen der Firma Schneider, der in kürzester Zeit mit Hilfe von Siliziumkarbidheizelementen auf bis zu 1000 Grad erhitzen kann. Eine Belastungseinrichtung, die extrem steif ist, die 2 Meganewton Druck und 200 kN Zug auf eine Probe im Prüfraum aufbringen kann. Kühlungs- und Kontrolleinrichtungen, die uns während des Versuchs sagen, wie der Zustand der Maschine an verschiedenen Positionen ist und alle sicherheitsrelevanten Features der Maschine überwachen und steuern. Wir haben eine hydraulische Regeltechnik, die wir selber programmiert haben. Mit dieser Regeltechnik können wir hybride Versuche fahren, das heißt, wir können während des Versuchs verschiedene Randbedingungen in dem Versuchsbild mit einfließen lassen und können so mit einem Materialversuch bereits Aussagen über das Materialverhalten im realen Bauteil, also auch im realen Gebäude, treffen. Die Anlage ist so konzipiert, dass man in wenigen Handgriffen sie von einer Druckprüfanlage in eine Zugprüfanlage umbauen kann, was es uns ermöglicht, nicht nur die Druckfestigkeit, die Druckeigenschaften von Betonen zu untersuchen, sondern auch zum Beispiel die Beton-Stahl-Verbundeigenschaften bei hohen Temperaturen zu analysieren. Und auch darf man nicht vergessen, dass gewisse Sicherheitsaspekte bei dem Bau so einer Maschine zu berücksichtigen sind. Dementsprechend wurden in der Risikobeurteilung verschiedene Ausfallmechanismen durchgespielt und bereits vorher durch redundante Maßnahmen verhindert, dass Mensch oder Maschine Schaden nehmen. Durch die erfolgreichen Forschungen, die aktuell laufen, können wir zeigen, dass unsere experimentelle Kleinprüfkörpermethodik auch in andere Problembereiche und auf andere Materialien übertragbar ist. Und dass somit auch ein weites Forschungsfeld eröffnet wird. Derzeit planen wir eine ganze Reihe weiterer Forschungsvorhaben mit dieser neuen Anlage, unter anderem zum Verhalten des Materials unter sehr hohen Temperaturen, also über 800 bis etwa 1100 Grad, zum Verbundverhalten der Bewehrung, zum Umlagerungsverhalten im Bauteil selbst, aber auch im Gesamtbauwerk. Und auch für verschiedenste Betone, sei es konventionelle Hochleistungsbetone oder auch Bestandsbetone. Dadurch erwarten wir uns eine zutreffendere Beschreibung des Material- und Bauteilverhaltens unter hohen Temperaturen, was letztendlich auch Potenziale zur entsprechenden Ressourceneinsparung liefert.